So Leute, da bin ich mal wieder, euer Casino-Kontrolleur. Ich hoffe, es geht euch allen ganz gut und ich hoffe, ihr freut euch in erster Instanz mal über das bevorstehende Video. Angedacht war jenes nämlich nicht, mal mindestens nicht zu früh. Irgendwie hat mich der Ruf des Casinos dann aber doch früher als eigentlich antizipiert in die jeweiligen Emporen gerufen. Seht mir den mal so bitte nach und drückt mir in erster Instanz einfach mal die Daumen. Gewisse Vorkehrungen habe ich ja eh getroffen. Ich bin heute nämlich nicht ohne Grund bei Wins gelandet. Ich meine, die Einsatzlimits, die hier greifen, sind einfach erträglicher. Und genau aufgrund dessen habe ich eben hier separat eingezahlt. Bei BC Game liegen nämlich noch immer die 180, die ich vor ein paar Tagen drauf hatte. Mit denen werde ich mich in den kommenden Tagen sicher wieder an ein paar Bonus-Buys probieren. Als kleine Abregung wollte ich mich heute aber einfach an Netgains probieren. Das ist mein Lieblings-Casino-Ground-Slot. Und genau aufgrund dessen bin ich eben auch hier gelandet. Hoffentlich zu eurem und meinem Erfreuen. Ursprünglich wollte ich mich ja an der Challenge probieren. Leider Gottes kann man sich in den Relax-Slots aber irgendwie nur einen Bonus abspeichern. Ich wollte nämlich in erster Instanz Netgains gegen Beast Mode und Iron Bank antreten lassen und am Ende des Tages einfach einen prozentualen Anteil des Gesamtguthabens verlosen. Das können wir in der Zukunft aber gerne mal nachholen. Jetzt ist einfach mal Netgains allein angesagt. Hoffentlich zu meinem Erfreuen. Wichtig wären die Hot-Mode-Freispiele. Ob die kommen oder nicht, wird man sehen. Beginnen werde ich allenfalls mit einem 6.000 Euro Bonus oder halt mit einem Maximalbonus. Hoffentlich zu meinem Erfreuen. Wir schauen uns die drei Freispiele alle der Reihe nach mal an. Beginnen werden wir mit dem uninteressantesten. Aufhören werden wir beim interessantesten. Namentlich wird es zu Beginn der Coin-Collection-Bonus und zu Ende der Sticky-Mystery-Bonus. Hoffentlich gefallen euch alle. Ich mag den Coin-Bonus jetzt nicht allzu gern. Ich hatte aber selbst hier hin und wieder ganz gute Verbindungen. Im Prinzip bräuchte ich ja nur jeweils 10 Drops für Multi-Increases oder halt die dazugehörigen Collects. Jeder Collect holt mir alle Münzen ran. Für richtig gute Gewinne bräuchte ich aber auch hier speziell Level-Ups und dann richtig gute Münzen, richtig gute Drops und ähnliches. Mit denen geht viel, ohne die geht weniger. Im Hot Mode ist sie natürlich am allermeisten drin. Chancenmäßig bekommt man den aber echt selten. Deswegen hoffe ich einfach auch so mal auf ein paar ansehnliche Freispiele und auf ein bisschen Erfolg. In den letzten paar Tagen ging es eh wieder bergauf. Hoffentlich führen wir das heute weiter. Ich werde allenfalls meine Daumen drücken. Langweilen werde ich euch aber auch so nicht. Es geht hier nicht um Kopf und Kragen. Deswegen wechseln wir auch gleich vom Slot zu meinem Gewinnspiel. Das könnte für einige von euch vielleicht etwas interessanter sein. Ich meine, die allermeisten von euch wissen es eh. 1200 Leute haben bis dato auch schon teilgenommen. Trotzdem wollte ich kurz vor Ende meines Gewinnspiels halt doch noch ein paar Worte zu jenem verlieren. Ich meine, wir befinden uns im Endspurt. In 2 Tagen ist Ende. Das heißt, sofern ihr noch nicht teilgenommen habt, könnt ihr gern mein laufendes Gewinnspiel abchecken. Ich verlos nur zur Information 2500 Euro in Krypto an einen glücklichen Gewinner. Ausgezahlt wird in der präferierten Kryptowährung des Gewinners. Mir wäre da persönlich Ether, BTC oder Solana recht. Andere Kryptowährungen wie XRP, ADA oder ähnliches stellen aber auch kein Problem dar. Es ist an sich wirklich egal. Ich werde bei Auszahlung den Transaktionslink auch wie gehabt verlinken. Selbiges kann man natürlich auch wie gehabt vom Auflösungsvideo behaupten. Jenes findet ihr so transparent wie möglich in einem separaten Video eingebunden. Ich drücke euch also jetzt schon mal die Daumen. Vielleicht bringt der 2500 Euro Urlaubszuschuss ja einen netten Urlaub. Vegas kann ich jeden, der jetzt nicht mit der Spielsucht zu kämpfen hat, ans Herz legen. Ich würde jetzt nur noch mit einem etwas kleineren Beutel und keinen Access auf meine Online-Casinos hinfliegen. Im Nachhinein ist bekanntermaßen aber immer leicht sprechen. Ich hatte meinen Spaß, ich werde mich gar nicht aufregen, auch wenn es finanziell eher ein Reinfall war. Ich meine, ich habe es schon dutzende Male erläutert. Zocken lohnt sich im Casino, also speziell in Vegas, aber noch deutlich weniger als in jedem Online-Casino. Die Auszahlquoten aller Slots sind untermenschlich. Die liegen im Durchschnitt, sofern ich das in deren Bilanzbericht richtig gelesen habe, bei 80%. Selbst Blackjack und Roulette haben deutlich schlechtere Auszahlquoten, sogar im High-Roller-Raum. Da gibt es zwar mit ein bisschen Optimismus das reguläre Roulette und den regulären Blackjack, meist locken die dich aber eher schon zum American Roulette oder zum übelsten Betrüger Roulette. Ich glaube, einige von euch haben das sicher noch nie gesehen. Im Bellagio
im Caesars Palace und so manch anderen von MGM geführten Casinos sind im ganz normalen Bereich aber schon ganz andere Roulette-Tische prävalent, nämlich jene mit drei Nullen. Das klingt jetzt wie ein Witz, ist es aber nicht. Ich weiß selbst nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, das Casino muss sich rentieren, solche Komplexe finanzieren sich nicht von selbst. Reines Zocken kann sich da drin aber eigentlich nie lohnen. Mal mindestens, wenn man in Betracht zieht, dass man den Gewinn mit Pech sogar aberkannt bekommt. Im Online-Casino geht es natürlich auch. In Persona tut das Ganze aber sicher weniger weh und im Online-Casino hatte ich das Ganze jetzt in 5 Jahren noch nie. Sonst können die bei Malfunction den Gewinn auch konfiszieren. Da seid ihr im Online-Casino in der Regel also besser aufgehoben, auch wenn es rein unterhaltungsmäßig wohl weniger interessant ist. Bevor ich mich jetzt aber wieder in Vegas verliere, widme ich mich einfach dem Slot. Wir haben uns bis dato 2 Features gekauft, beide waren eher für die Tonne. Deswegen hoffe ich jetzt bald mal auf ein etwas Besseres. Wenn ein solches kommt, kommt ein solches. Wenn keins kommt, kommt keins. Ich wünsche mir ein gutes Feature und einen guten Gewinn. Bei NetGains wäre es nicht mal überfällig. Ich hatte hier eigentlich schon ein paar recht ansehnliche Sessions. Vielleicht kommt heute die nächste. Ich bräuchte für die auf jeden Fall Verbindungen und richtig viele Mystery Symbol Drops, mit denen kann man hier echt viel gewinnen. Ich meine, der theoretische Maximalgewinn liegt meines Wissens nach bei 5000 oder sogar bei 10.000 X. Wir können eh nachher kurz nachschauen. Ich glaube, der liegt bei 5000 X, ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. Deswegen schauen wir uns das einfach an. Ich habe hier ganz gute Mystery Symbols, eine ganz gute Verbindung und vielleicht auch mal einen Profitbonus an der Hand. Ein 10er ist es mal. Ist der nächste Hit. Diesmal ein schlechterer. Jetzt Jacks oder ein Deadspin. Ich meine, es geht übler. Ich habe mal einen Profitbonus. Einen solchen wollt man sehen. Und genau auf ein paar weitere solche hoffen wir auch. Ich kaufe mir nämlich noch ein paar Freispiele. Vorher schauen wir aber mal, was man hier in der Theorie gewinnen kann. Bekommt hier mit Optimismus. Das ist eine gute Frage. Bis zu 2500 X-Münzen. Ja, den Maximalgewinn konnte ich jetzt auf die Schnelle aber nicht rauslesen. Seht mir den bitte nach. Ich gehe es einfach so an. Man kann hier sicherlich so einiges gewinnen. Deswegen kaufe ich mir auch gleich ein extra Feature. Vielleicht kommt jetzt ein besseres. Ich wünsche mir viele Mystery Drops und kein Zero-X-Feature. Weil es wohl ein solches ist. Mal mindestens fast. Also 0x ist es nicht. 0,8x ist aber auch nicht wesentlich besser. Deswegen kaufen wir uns einfach das nächste Feature. Ich hoffe auf ein Hot-Mode-Feature. Das erkennt man anhand der Animation und anhand des Designs. Wenn ein solches kommt, sind wir im Geschäft, sonst wird es halt schwieriger. Wobei der Bonus eh etwas besser aussieht. Ich habe hier mal einen Redrop. Vielleicht Jacks oder Tens. Ist ein Hit. Jetzt wären Jacks gut gewesen. Kommen wir natürlich nicht. Es läuft ja eh immer ähnlich ab. Ich hätte halt ganz gern mal einen Maxwin. Und jetzt hätten wir Aces sind es auch. Die Krabben würden passen. Zwei Spins. Respektabel 3 Spins. Meine Hoffnung und mein Optimismus hält sich aber auch so in Grenzen. Ich bräuchte hier entweder Retrigger oder viele Verbindungen. Ich meine, Kings sind nicht schlecht. Jetzt war es das aber eh. Der Bonus ist besser. War auch nicht allzu gut. Ein paar weitere kaufen wir uns auch so. Die gehen wir jetzt auch etwas schneller an. Vielleicht kommt was. Wenn was kommt, können wir es auch gern langsamer anschauen. Sonst hoffe ich,
Wieso man kann da mal einfach auf gute Mystery Drops, auf irgendwas. Geht schlechter, ist ein Hit. Setup-mäßig wird's so halbwegs passen. Ja. Dachte ich mindestens kommen. Wird noch nichts. Ein paar separate Chancen haben wir aber auch so. Die nützen wir auch. Wobei es heute wieder miese Features hagelt. Wobei wieder eigentlich eine Lüge ist. Die letzten beiden Male lief es eh ganz gut. Sonst vermittelt das Ganze zurzeit aber doch irgendwie ein hoffnungsloses Bild. Schaut euch den Spaß einfach an. Ich. Ja. Hab hier. Wenig in der Hand. Um nicht zu sagen nichts. Das ist ein Hit jetzt, Kings. Zurzeit soll es einfach nicht sein. Mindestens nicht permanent. Natürlich hatte ich jetzt in den letzten beiden Abstechern ein bisschen Glück. Aces wären da halt bombastisch gewesen, wenn ich bei diesen Crack-and-Drop Aces bekomme, sind wir voll dabei. So haben wir zwar ein paar Mystery-Drops, aber nicht wirklich ein gutes Setup. Ja. Ein Spin. Das ist ein Hit. Jetzt den Kapitän. Oder Kings, auch okay. Vielleicht kommt hier ein guter Bonus. Stark. 48. Ich habe mich offensichtlich komplett unnötig beschwert. So muss es laufen. Echt ein richtig guter Hit. Ein richtig gutes Resultat. Jetzt noch eine Verbindung. Naja, wäre zu viel des Guten gewesen. Aber echt ein außergewöhnlicher Hit. Sowas hatte ich noch nie. Deswegen werden wir es jetzt auch gleich lassen. Ich kaufe mir noch ein Feature. Mit 50 zisch mal ab. Dann hat man ein bisschen Spaß. Habe ich mir heute im selben Zug auch ein paar Kröten gespart. Ich glaube, davon habt sowohl ihr als euch was. Und auch wenn ich es jetzt nicht wirklich erwartet hatte, kam doch noch irgendwie was. Freuen. Könnte ich mich jetzt gestellt drüber, mache ich nicht. Das spare ich euch. 50 sind 50. Ist besser als nichts. Bei einer Einzahlung von 30 ist es aber auch nicht die Welt. Wobei man auch sagen muss, dass man lieber, ja, 20 gewinnt als 30 verliert, das liegt auf der Hand. Ich hatte also eigentlich schon nicht viel Spaß. So kommt es mir mal mindestens vor, also super motiviert war ich heute nicht. Ich bin leider Gottes aber auch noch ein wenig erkältet. Das hört man mir vielleicht auch anhand meiner Stimme an, die klingt wohl etwas anders. An sich ist es aber auch wirklich egal. Ich hatte meinen Spaß, ich habe das Top-Symbol verbunden. Sogar auf guten Ways. Entgegen meinem Gejammer reißt die Glückssträhne also doch noch nicht ab. Mal mindestens, ja, die derzeitige Glückssträhne. Im Gesamtkontext kann man wohl von keiner sprechen. Auch nicht in den letzten beiden Monaten. Ein gewisser Aufschwung ist mir aber lieber als keiner. Lasst also, sofern es euch gefallen hat, gern ein Like und ein Abo da. Cheers!